Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der V-Bank begrüßen zu unserem Webinar Investitionstsunami. Was kommt auf Immobilienbesitzer in Sachen Klimaschutz zu? Ich begrüße dazu unsere beiden Referenten von der Planet Home Spezialeinheit RE8, den Manuel Mokosch und den Alexander Kraus, die uns gleich auf den neuesten Stand bringen. Und ich weiß nicht, ob ich unsere beiden Referenten beglückwünschen oder bemitleiden soll, weil die Ampelkoalition hat ja alles, aber wirklich alles dafür getan, um dieses Webinar so aktuell wie nur irgend möglich zu machen. In Berlin weiß keiner mehr, was in Sachen Gebäudeenergiegesetz Sache ist. Und ich bin ganz gespannt, ob es Herr Mokosch und der Herr Kraus wissen, was man jetzt tun kann. In jedem Fall denke ich, es ist eine hohe Unsicherheit im Markt. Ich freue mich schon zu erfahren, wie die Marktexperten, die Immobilienmakler das empfinden. Und dort, wo Unsicherheit ist, dort ist Beratungsbedarf gefragt. Und das wiederum ist etwas, was Sie leisten können, wo Sie mit Hilfe unseres Netzwerkspartners Planet Home entsprechend sicherlich nicht die Lösung der Ampelfragen haben, aber Ihren Kunden zur Seite stehen können, um grundlegende Dinge und Entwicklungen, die hinter der Frage stehen und die es definitiv gibt, die auch definitiv gelöst werden müssen, anzugehen, Sorgen zu nehmen und insbesondere sich als Begleiter und Ansprechpartner in allen Vermögensfragen zu etablieren. Also von daher, Herr Mokosch, Herr Kraus, Ihnen gehört die Bühne. Sie haben viele Folien mitgebracht, die verschicken wir auch im Nachgang an alle Teilnehmer. Ebenso wird auch das Webinar aufgezeichnet. Man kann es auch nochmal nachschauen. Und wenn Sie Fragen haben, unten rechts finden Sie den Chat. Bitte stellen Sie die Fragen, weil Sie haben sich ja jetzt im Dialog vorgenommen, Herr Kraus, Herr Mokosch, zu ergründen, was ist auf dem Tisch, welche Fragen stehen an, wo geht es denn jetzt vielleicht hin und vor allen Dingen auch, wie kann man das fürs Geschäft nutzen? Ich freue mich und bin gespannt. Sage ich vielen Dank, Herr Kiefer, für die nette Einleitung und gleich mal, also Sie dürfen uns beglückwünschen, nicht bemitleiden, weil ich glaube, dank der Ampelkoalition ist das, was wir als RE8 machen, die nächsten Jahrzehnte schon mal gesichert, weil das Thema rund um die Immobilie, ESG-Themen, das wird nicht aufhören, das wird verstärkt kommen und das ist unsere Kernkompetenz und von dem her, glaube ich, kann man eher froh drüber sein aus unserer Sicht, dass man zu dem Thema viele, viele Fragen hat, die wir hoffentlich heute beantworten dürfen. Herr Mokosch wird als operativ Verantwortlicher der RE8 heute durch den Vortrag führen. Ich werde ihm auch ein paar Fragen stellen in die Richtung, einfach damit wir das Ganze hier an der Stelle auch ein bisschen auflockern können. Vielleicht auch die Bitte an unsere Zuhörer in dem Fall und Zuschauer, dass sie einfach auch ihre Fragen wirklich in den Chat reinschreiben. Wir sind so verblieben mit Herrn Kiefer, dass wir die auch direkt aktuell beantworten und nicht lange hinten rauszögern wollen, sondern wirklich auch in dem Vortrag irgendwo dann entsprechend mit einbauen wollen. Von dem her, lieber Manuel, deine Bühne, führ uns bitte einmal durch. Okay, vielen Dank. Also mein Name ist Manuel Mokosch, ich bin bei der RE8 verantwortlich für das Beratungsgeschäft Deutschland. Wir beschäftigen uns mit eigentlich drei Kernthemen: Werterhalt, Wertsteigerung und Weitergabe. Und da wundert es nicht, dass das Thema ESG, Klimaneutralität, CO2-Neutralität, Wärmepumpe auch bei uns auf den Tisch kommt. Ich habe ein bisschen einen rahmengebenden Vortrag mal vorbereitet. Ich möchte Sie kurz durchführen, also warum ESG eigentlich notwendig ist, was genau ESG ist, für wen ist es wichtig, wie wird es aktuell realisiert, wie sehen Richtlinien aus. Die Folien sind jetzt seit Montag final, das heißt, die gestrigen Wirrungen habe ich noch nicht eingearbeitet. Dann möchte ich mal in zwei unterschiedliche Richtungen blicken. Ich möchte mal ein bisschen hinschauen, wie gehen denn institutionelle Eigentümer mit dem Thema ESG um und was für Themen gibt es da. Wir sehen bei privaten die Themengebiete aus und da ein bisschen auch die Fördermittel mal besprechen und auch die möglichen Kosten, die wir haben. Ich starte einfach mal ganz unverblümt rein. Warum ist ESG notwendig? Also wir haben ein riesiges ökologisches Potenzial in der Immobilienbranche. CO2 weltweit, 40% kommt aus Immobilien. Das ist in Deutschland ein bisschen niedriger, weil wir effizienter bauen als unsere Nachbarstaaten. Aber dann sieht man schon, Mensch, 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 das Thema Immobilien ist schon ein Punkt, wo Politik hinschauen kann, wenn wir das Thema CO2-Neutralität, Verminderung bespielen wollen. Beim Energieverbrauch ist es ein bisschen ähnlich.
Da sind wir ein bisschen schlechter als unsere Nachbarländer, weil wir weniger auf erneuerbare Energien gesetzt haben, sondern eher noch über das Thema Kohle und so andere Themen kommen. Und beim Abfall sind wir ungefähr gleich. Das heißt, die Immobilienbranche hat einen wesentlichen Beitrag zum Thema CO2-Neutralität. Wenn man sich jetzt mal in Deutschland die Haushaltsthemen anguckt und sich überlegt, warum spricht das die ganze deutsche Medienlandschaft über Wärmepumpen? Wir stellen fest, dass knapp 70% des CO2-Emissionen aus dem Thema Heizen kommen. Deswegen hat die Politik in dem Sinn recht, dass sie sagt, das sollte man sich mal ansehen, um da vielleicht dafür zu sorgen, dass wir mit den CO2-Belastungen runterkommen. Also die Idee der Politik mal nicht verkehrt zu sagen, im Heizen ist es, sie hätten sich auch mit Beleuchtung, also 2% kümmern können, hätte mich nicht gewundert, aber sie haben sich aufs Heizen konzentriert. So, das ist mal ein bisschen, warum es notwendig ist, weil ganz viel Potenzial in Immobilien drin steckt. Was ist ESG? Also die EU hat die ESG-Ziele ausgegeben mit Umwelt, Gesellschaft und Governance. Bei Umwelt können sich ganz viele Leute ganz viel vorstellen. Bei Gesellschaft sind sie schon wieder ein bisschen so schwammiger. Das sehen wir dann auch im Bereich der privaten Eigentümer, die mit dem S eigentlich wenig anfangen können. Mit dem G, also mit Governance, können sie so gut wie gar nichts anfangen. Das ist dann eher was die professionelleren Immobilien-Eigentümer betrifft. Und die werde ich nachher kurz beleuchten. Mal ein bisschen gegenübergestellt, für wen ist das ESG wichtig? Ich habe es gesagt, die institutionellen, da gibt es seit Jahrzehnten, gibt es das Thema Green Building, da gibt es Aufkleber, da gibt es DNB-Zertifikate, da gibt es jetzt auch auf der Mieterseite Regelungen, dass nur noch in ESG-konforme Gebäude gezogen werden soll. Manche Fonds kaufen nur noch ESG-konforme Immobilien auf. Also man sieht, der Markt hat sich auf das Thema ein bisschen eingeschossen. Das wird auch finanziell honoriert. Eigentümer haben gegebenenfalls höhere Renditen, weil sie mehr Kaltmieten bekommen bei niedrigeren Nebenkosten für die Immobilien. Und für die Mieter ist es natürlich dann das Thema Prestige und auch irgendwie die Ziele zu erreichen. In der privaten Immobilienwirtschaft bleibt aktuell das E relativ alleine stehen. Hier spricht man eben dann von den erneuerbaren Energien. Die Diskussion kennen wir mit Solaranlagen auf dem Dach. Es geht um die Wärmepumpen-Thematik, es geht um die Dämmungen. Da ist es alles noch nicht gar so klar. Wer hat eigentlich was davon? Komme ich nachher kurz ein bisschen dazu, ich greife es mal vor. Durch die Mietspiegelreform werden Mieten jetzt auch in Städten gedeckelt, die bis dato keinen hatten. Das heißt, Mieter können nicht mehr frei die Mieten gestalten. Das heißt, die Investitionen in Immobilien können nicht mehr umgelegt werden auf Mieter. Und von daher ist jetzt wirklich da noch die Frage auf dem Thema privaten Sektor, warum tue ich das alles? Weil mit den höheren Nebengehaltmieten ich vielleicht gar nicht mehr rechnen kann, weil Mietspiegel mich da ein bisschen blockiert. Aber Fazit für dieses Thema ist, naja, bei den Privaten ist es eher das E und bei den Institutionellen ist es eigentlich die ganze Bandbreite. So, zwei Punkte vielleicht kurz einwerfen. Vielleicht magst du dein Mikro ein Stückchen nach unten tun, nehmen. Ein Zuhörer schreibt, er hört dich akustisch leider nicht so gut. Vielleicht liegt das darin. Okay. Ich habe vielleicht einen ganz kurzen Punkt. Also das Thema E ist doch eigentlich auf der privaten Ebene dann das klassische Gebäudeenergiegesetz, oder? Das ist ja genau der Punkt. Das ist ein wesentliches Thema, ja. Also man guckt sich an, also die Wärmepumpe ist jetzt gerade das letzte Thema, das wir gerade haben. Ansonsten ist es das Thema Dämmung von den Fassaden mit all diesen Möglichkeiten. Es geht um Fördermittel, es geht um Zuschüsse, es geht um diese ganzen Themen. Aber am Ende geht es um die Gebäudehülle und nicht mehr. Man könnte jetzt über das S nachdenken, wie zum Beispiel, na, wie sind eigentlich soziale Mieten, wie könnte bezahlbarer Wohnraum aussehen, das könnte das S werden, aber so weit sind wir noch gar nicht. Also wir sind sehr stark auf dem Thema Kosten für Bautechnik. Okay, wir haben in der EU-Taxonomie, das ist also quasi das rahmengebende Element, da geht es um Klimaschutz, es gibt eine nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, man will die Kreislaufwirtschaft haben und die Vermeidung und Verbindung von Umweltverschmutzung. Das sind alles die rahmengebenden Elemente, die dann die Bundesregierung in entsprechende Konkretisierungen umsetzt. Und wir sehen jetzt mal auf der linken Seite, was die Klimaziele sind. Also die EU sagt bis 2030 mindestens 32,5% Energieeinsparungen im Vergleich zu 1990. Die Bundesregierung sagt, daraus machen wir Mindestanteil von 65% an erneuerbaren Energien beim Energieverbrauch. Es ist ein bisschen was anderes, was die EU sagt, aber da preschen wir ein bisschen vor. Aber im Endeffekt gibt die EU den Rahmen vor, das wissen wir alle. Und die deutsche Bundesregierung versucht es dann mehr oder weniger
zielgerichtet umzusetzen. Alles in allem, meine Kollegen haben sich mit dem Thema beschäftigt, haben auch die Texte dazu gelesen. Zu dieser Folie gab es eigentlich noch 100-seitige Word-Auswertungen, weil das ist alles nicht so einfach, wie man sich's denkt. Es gelingt leider weder der EU noch der Bundesregierung, dass wir eine Klarheit herstellen, dass auch Besitzer, also von Eigenheimen, wissen, was auf sie zukommt. Es ist eine hohe Unsicherheit da. Herr Kiefer hat es gesagt, Unsicherheit könnte im Beratergeschäft werden. Das ist richtig. Wir stellen fest, dass Menschen, die jahrelang gesagt haben, Immobilien ist eine sichere Anlage, jetzt aktuell darüber nachdenken, die Immobilien zu veräußern, weil sie ein bisschen die Sorge haben, dass hohe Sanierungskosten auf sie zukommen. Aber dieser ganze Dschungel, den wir heute haben, führt nicht dazu, dass es eine Sicherheit gibt und das Verständnis geweckt wird, dass das Thema CO2-Einsparung ja im Kern richtig und sinnig ist, sondern das sorgt eigentlich eher für Verunsicherung und ein bisschen Angst. Das nehmen wir aktuell wahr, wenn wir mit unseren Kunden drüber sprechen. Und von daher haben wir jetzt auch mal hier so die Idee gewesen, und das war auch mein Wunsch ein bisschen, dass wir das hinkriegen, Ihnen Klarheit zu schaffen. Es ist mir, muss ich jetzt sagen, nicht ganz gelungen, weil Sie werden es gleich sehen. Es geht weiter mit irgendwelchen Regelungen. Wer hat sich jetzt mal darauf verständigt, dass bei Neubauten im Nichtwohnbereich gibt es klare Regelungen, da darf man jetzt, muss man jetzt Solaranlagen draufbauen. Und Sie sehen darunter dann bis Dezember 26 auf neuen öffentlichen Gebäuden, allen Nichtwohngebäuden mit mehr als 250 Quadratmeter, bis Dezember 27 das Gleiche, bloß mit mehr als 400 Quadratmeter und ab 29 bei allen neuen Wohngebäuden. So, das ist das, was in Deutschland mal gemacht wurde. Die Frage ist aber, und das sehe ich auch, wie gehen die Netzbetreiber damit um, wenn jetzt jeder dann irgendwie Energie einspeist in die deutschen Netze, die ja noch nicht intelligent sind, wie der Chef der Bundesnetzagentur neulich mal berichtet hat. Also das ist alles noch nicht ganz klar. Das Ziel ist aber weiterhin sehr gut, nämlich CO2 einzusparen. Das finde ich nach wie vor gut. So. Das heißt, es gibt ein klares Ziel, wo man hin möchte. Es gibt aber eigentlich keine Vorstellungen, so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, wie man es eigentlich erreichen möchte. Aber man hat jetzt schon mal Rahmen gesetzt. Und also ich sage mal, das, was total konkret ist, ist das Ziel. Den Weg dahin, da kann man es jetzt halten wie eine Partei in der Ampel und hoffen, dass Technologie es löst. Und ansonsten ist viel Daumendrücken dabei. Mhm. Denn es gehört mehr dazu, als jetzt zu sagen, lass uns doch auf neu gebaute Immobilien Solaranlagen draufbauen, weil das ist noch nicht, also das ist okay, das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn, wenn ich über Energieeffizienz im Gebäude nachdenke, wenn ich über, wegen mir auch dann, wenn Wohngebäude dazukommen, über bezahlbaren Wohnraum nachdenke, wenn ich darüber nachdenke, dass Mieten wieder auch stemmbar sind für alle Bevölkerungsschichten und nicht nur für manche, da macht das schon Sinn, den Weg dahin. Also, dass ich dann Rahmenbedingungen noch schaffen muss, die heute noch nicht existieren. Also, das heißt, allein diese Trassendiskussion, die wir haben, Nord-Süd-Trasse, da sieht man ja schon, das ist jetzt mal ein großes Ding. Das ist jetzt nicht irgendwie hinter Mosepuckel werden jetzt irgendwie 5 neue Häuser gebaut und das Netz muss irgendwie dafür ausgelegt sein. Da sieht man schon, dass das Ziel klar ist, der Weg dahin noch ein bisschen vage. Aber wenn ich da einhaken darf, ist es nicht, und das macht auch die Sorge, hier, man muss Solarpanel draufsetzen, das ist nicht mehr technologieoffen, sondern das ist klar vorgeschrieben. Zweitens haben Sie gesagt, die Netze sind nicht ausgelegt, also im Zweifel wird das Ergebnis sein, wir haben Solarpanel auf dem Dach oder jetzt gibt es ja schon als Mini-Solaranlage für den Balkon statt die Blumenkästen und Sie können sie nicht anschließen. Weil das Netz verträgt es nicht. Auf Gebäudeebene, das Schlimmste ist, wenn man es ungesteuert einspeist, dann hat man irgendwann ein Thema im Netz. Und das weiß ich aus meiner Zeit, weil ich bei einem großen Energieversorger mal gearbeitet habe. Und die Jungs hatten immer ein bisschen Sorge, dass sowas passiert. Im schlimmsten Fall produzieren sie Energie, die keiner braucht, und sie werfen sie weg. So, das ist das. Ja, aber sie können sie ja zum Beispiel, und das schreibt ja auch hier einer im Chat, und das ist ja auch Teil dessen, was so die Unsicherheit ist. Ja, man hat vielleicht eine Photovoltaikanlage, aber keine einspeisefähigen Zähler. Ja, also das heißt, sie können da gar nichts einspeisen. Ja, es ist ja genau. Toll, dass die Chinesen uns ein Modul geliefert haben und das rechtzeitig ankam und sie einen Handwerker fanden, der das anbrachte. Ja, aber das ist doch, dann haben sie eine Kostenbelastung ohne Ertrag und das ist doch für eine Immobilienbewirtschaftung tödlich. Das ja, also das ist so. Aber also das ist ja genau das, was ich beschreibe. Also die Bundesregierung hat es noch nicht geschafft und es ist auch, glaube ich,
auch eine relativ große Aufgabe, sich mit einem heterogenen System wie Immobilien, Energieversorgung und sonst irgendwie zu beschäftigen und da den Königsweg schon zu beschreiten. Und Sie sehen ja gerade, wir diskutieren über Wärmepumpen und nicht über größere Lösungen, über den Rahmen, den wir eigentlich brauchen, das zu tun. Wir definieren Ziele und wissen aber noch nicht, wie wir es machen sollen. Also der Effekt wird sein, dass Leute, die Immobilien besitzen oder erwerben oder neu bauen wollen, einfach mit höheren Kosten zu rechnen haben. Das wird dann zur Frage führen, macht dann die Immobilie noch Sinn? Das ist jetzt nicht nur die Solarpanel auf dem Dach, es sind die anderen Themen, die jetzt aktuell in den Neubauprojekten kommen. Macht es überhaupt noch Sinn, die Immobilie neu zu bauen? Und wenn ich dann die Antwort habe, nein, dann habe ich ein anderes Thema, dann ist das Thema Wohnungsnot auch nicht gelöst. So. Also wir haben ja ein bisschen so einen Zielkonflikt zwischen diesen allen Zielen, die gut sind, aber es ist noch nicht irgendwie so synchron geschaltet, finde ich. Man denkt noch sehr stark in so Einzelbausteinen. Und das ist für komplexe Systeme meistens die zweitbeste Idee, die man haben kann. Sie haben gesagt, es kommen höhere Kosten auf die Besitzer zu. Die CO2-Preise, die Zertifikate werden höher bepreist. Haben Sie da schon Einschätzung, was das für Immobilienbesitzer bedeutet? Dann, um das zu lösen mit den Netzwerken, es gibt ja auch schon, ich sag mal, Selbstversorgung statt Einspeisung, ja, dass ich sozusagen meinen Eigenstromkreis mache. Ist das ein Thema bei den Immobilien, die Sie entwickeln? Also die letzte Frage zuerst. Wir beschäftigen uns mit Mehrfamilienhäusern, größeren Portfolien und Gewerbeeinheiten. Da geht es gar nie um das Eigennutzung von Themen. Da wird das Thema Photovoltaik genutzt, um den Sekundärstrom im Gebäude, das heißt irgendwie Fluchtwegsbeleuchtung, irgendwie so ein Krams, Kellerbeleuchtung mal zu machen, weil die Batteriewirtschaft auch noch nicht so weit ist, um die Energie auch zu speichern, wenn die Sonne mal nicht scheint. Also das Thema mit Eigennutzung kenne ich nur aus dem privaten Umfeld, da machen es einige, aber dazu bin ich kein Experte, da kann ich jetzt nichts sagen. Mhm. Und bei den CO2-Bepreisungen, da habe ich irgendwo Folien, müsste ich jetzt kramen, würde ich gerne zurückstellen. Ich kram nebenbei, während ich weiter plapper. Beziehungsweise vielleicht können Sie uns ja die Folien zur Verfügung stellen und wir verschicken sie dann an die Teilnehmer, ja, weil die Frage zeigt ja, dass es sicherlich einige interessiert. Und denn das wäre ja auch die nächste Frage. Und ich habe schon mal gelesen, wie viele Abkürzungen es alles gibt, was institutionelle Immobilienanleger wissen müssen. Hm? Nein, die Frage ist ja, wie kann ich dann jetzt, was soll ich meinem Kunden sagen? Also ich bin im Kundengespräch und der sagt, ich habe hier eine Immobilie. Lieber Mokosch, was soll ich denn machen? Also was wir tun, also angenommen, es ist eine Immobilie, die Frage ist immer, was ist denn das Ziel von dir, lieber Kunde? Willst du es vererben? Willst du es behalten? Willst du es verkaufen? Willst du eine Weltreise machen? Dann stellen wir uns die Fragen, was habe ich denn für eine Immobilie? Also was ich hatte gedacht, ich hätte da eine sichere Kapitalanlage, wo ich meinen Ruhestand mit beziehen kann. Genau. Und jetzt muss ich in der Zeitung lesen, ich muss vielleicht meine Gasheizung raushauen. Ja? Oder soll ich jetzt noch schnell eine einbauen, falls ich überhaupt noch eine finde? Ja, und all die Planung, die ich mal hatte, die scheint sich gerade in Panel, Gasheizung und sonstigen Diskussionen wegzulaufen. Jein, also wenn man ein bisschen aufmerksam war als Immobilien, also als sage ich mal, Immobilieneigentümer, hatte man schon die Vermutung, dass das Thema Energie, CO2-Neutralität, Klimaneutralität ja ein Thema sein wird. Jetzt kommt dieses praktische Thema mit dieser Wärmepumpe. Ja, und die Diskussion ist total berechtigt. Warum sollten Leute die Heizung rausreißen oder nicht? Ich tue mir schwer mit Empfehlungen. Was wir unseren Kunden sagen, wenn es über größere Immobilien geht, du hast heute wahrscheinlich noch die Möglichkeit, mit Handwerkern zu sprechen, um das Ding umzusetzen. Das ist heute auch schon teuer, so Einbau von Heizungen. Wenn aber morgen sich Rahmenbedingungen in Europa verändern, wenn Energiegesetze in den europäischen Ausländern greifen, dann könnte es sein, dass wir, wenn wir schon einen Fachkräftemangel haben, dass wir da noch weniger Fachkräfte haben, die das halt einbauen können, dass du es dann einfach gar nicht mehr einbauen kannst oder nur zu horrenden Preisen. Also es ist, finde ich, nicht schlimm, eine Heizung einzubauen, die jetzt kein Erdöl mehr verheizt. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde es nur
nur bedenklich, wenn Eigentümer 80 Jahre alt sind und von der Bank kein Geld mehr dafür kriegen. Dann finde ich es bedenklich und schwierig. Ich finde, also ich rate unseren Kunden schon, dass wir das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität ernst nehmen. Ich rate ihnen aber auch nicht, in hysterisches Aktionismus zu verfallen, sondern mit ganz seriösen Firmen darüber zu plaudern, wie könnte sowas aussehen, was ist die beste Lösung für meine Immobilie, um das dann umzusetzen. Und es ist richtig, dass sich Rahmenbedingungen verändert haben und dass, wenn man Immobilien gekauft hat, die in Energieeffizienzklassen E oder F sind, dass man dann perspektivisch Kosten haben wird. Das war uns als Immobilienmenschen klar, dem, der es gekauft hat, oft nicht. Aber dadurch entsteht es natürlich auch Investitionsbedarf, der dann irgendwo gedeckt werden muss. Gibt es denn Einschätzungen, welcher Investitionsbedarf das ist? Das ist ja zunächst mal ein abstrakter Begriff. Ich habe jetzt als Kapitalanlage, keine Ahnung, eine schöne Wohnung in München für 1,5 Millionen erworben. Was kommt da auf mich zu? Also Manu, vielleicht darf ich an der Stelle ganz kurz ergänzen zu dem, was du ausgeführt hast, und dann noch Ihre Frage beantworten, Herr Kiefer. Also das Thema Asset einer Immobilie muss immer mehr in den Fokus rücken. Deshalb auch diese Frage, heute noch eine Gasheizung einbauen, ja oder nein. Es gab dann eine Aussage von einer Dame, die in einer der Regierungsparteien ist, die gesagt hat, wenn jetzt alle wieder Gasheizung einbauen, dann torpedieren wir ja da hier den CO2-Ausstoß und unsere Gesetzgebung wird ja dann torpediert. Also kann man das sehen. Man muss es aber für sich planen und man muss für sich einfach wissen, was möchte ich damit. Also möchte ich heute, ich gebe nur ein Beispiel, in einem Einfamilienhaus die nächsten 30 Jahre wohnen, weil ich bin jetzt Mitte 30, habe es neu gekauft und saniere und ich kann auch mit Schwankungen im Gaspreis leben und ich brauche keine Refinanzierung des Hauses. Und deshalb möchte ich jetzt eine etwas günstigere oder deutlich günstigere Gasheizung einbauen, dann macht das Sinn, dann kann das Sinn machen. Aber das ist immer die Frage, was ist meine Planung, wo möchte ich hin? Wenn ich heute sage, ich möchte die Immobilie definitiv in 10 Jahren wieder veräußern und weiß heute schon, und das ist abzusehen, dass Immobilien, die ein D, ein E, ein F oder G auf dem Energieausweis haben, in Zukunft mit schlechteren Finanzierungen bei Banken eingepreist werden. Wenn ich das heute schon weiß, weiß ich auch, dass ich später weniger Geld dafür kriegen werde für so eine Immobilie, wenn ich sie verkaufen werde, weil ein Käufer tiefer in die Tasche greifen muss in seiner Finanzierung. Und welche Energieeffizienzklassen muss ich denn bis wann erreichen? Also was ist heute Standard und was ist morgen? Was wird morgen Standard sein und wann ist dieses Morgen? Also das Morgen ist 2030. Und da hat man gesagt, man sollte bis zu 24% des Verbrauchs gesenkt haben. Das ist, und das kommt später auch nochmal, deswegen gehe ich jetzt mal ins Blaue. Man darf nicht mehr F haben, man muss mindestens D haben. Das ist das, was ich im Kopf habe, aber das kommt danach auf den Folien nochmal. Aber es ist deutlich, was zu tun. Und das ist, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, bin ich auch sehr stark abhängig von der Wohnungsgemeinschaft, von der Struktur, die da drin ist. Was habe ich da wer ist der Vermieter, wer ist der Eigentümer? Weil am Ende ist es ja, wenn es so eine WG-Thematik ist, auch da wieder die Frage, haben alle genug Geld für die Party, die wir vorhaben? Reicht es jetzt nur, die Heizung auszutauschen? Muss ich nicht vielleicht auch an die Fassade, an die Fenster hin? Muss ich das Dach dämmen? Und daher ist die Frage, was kommt auf mich zu als Eigentümer einer Immobilie? Kommt drauf an. Das kann von bis sein. Ich habe in den folgenden Folien auch mal so exemplarisch an einem Mehrfamilienhaus mit 14 Parteien mal so ein bisschen die Kosten-Noten dabei. Wollen Sie uns das vielleicht mal zeigen? Wir springen zwar jetzt, aber dann, weil es war eine Frage, die ja doch sehr konkret im Raum steht. Und wenn Sie sagen, ich habe hier ein Beispiel dabei, da kann man, glaube ich, sehr viel mal zeigen. Genau. Also wir haben mal so ein Beispiel genommen, ein Mehrfamilienhaus Baujahr 70 mit 14 Einheiten, 900 Quadratmeter Wohnfläche. Da geht es mal darum, was kostet jetzt eigentlich so eine Solaranlage? Die kostet zwischen 16.000 und 30.000 Euro. Das ist auch eine Range, aber wir müssen ein bisschen in Bandbreiten arbeiten, weil es natürlich sehr stark davon abhängig ist, wie die Immobilien aussehen. Es gibt aktuell Zuschüsse und das ist auch wieder das Thema aktuell und das meine ich wirklich aktuell. Am Montag gab es noch folgende Zuschüsse. Es gab noch bei der BAFA, das ist die Bundesanstalt für Ausfuhr und keine Ahnung was, kann man noch Zuschüsse haben, 25% für die Anschaffung und Installation. Dann aber auch wieder irgendeine Deckelung obendrauf und für die Fachplanung und sowas gibt es auch nochmal 50% der Zuschüsse. Also man sieht,
so eine Solaranlage kostet nicht die Welt und bringt einem halt dann auch dann das Thema, dass man halt 60% des Energieaufwands dann bei der Warmwasseraufbereitung sparen kann. Also das hat auch einen Effekt für einen selbst. Das ist aber eher was wieder für kleinere Einheiten und deswegen haben wir eine kleine Anlage. Bei einer Photovoltaikanlage, die ein bisschen mehr Power hat, da sind wir bei 60.000 bis 70.000 Euro. Auch da gibt es jetzt keine Zuschüsse mehr, da gibt es jetzt nur noch KfW-Förderkredite, nämlich den 270 gibt es da. Und dann wird es nochmal spannender. Man hat dann noch Stadt-, Kommunal- und landesbezogene Fördermittel und deswegen ist das Thema, was kostet es, was spart man sich, sehr stark abhängig davon, was es ist. Es gibt in München ein Förderprogramm für klimaneutrale Gebäude, da gibt es nochmal zusätzliche Fördertöpfe und Fördermittel, die man angreifen kann. Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, und ich bin wirklich ein Freund des pragmatischen Herangehens und auch Google ist da ab und zu mal hilfreich, um sich ein bisschen so ein Meinungsbild zu machen. Bloß hier verlasse ich irgendwann die Ebene der Meinung und ich trete in die Ebene des Fachwissens ein. Also da mal einen ordentlichen Fachberater dabei zu haben, der Energieberatung kann, macht total viel Sinn, bevor man sich selbst irgendwie in den Förderirrungen und Wirrungen verliert und vielleicht zum falschen Zeitpunkt das falsche Formular an die richtige Behörde geschickt hat. So. Auf den nächsten Seiten haben wir uns mal beschäftigt, was kostet denn eigentlich... Da war noch gerade eine Nachfrage bei Ihrem Beispiel. In welchem Zeitraum spare ich diese 40.000 bis 70.000 Euro an Stromkosten? Das sind auf 10 Jahre gerechnet bei uns. Danke. Bitte. Das Thema Heizung ist ja auch sowas, was kostet so eine Heizung? Das Thema Pellet, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob es wirklich nachhaltig ist, weil es auch das Thema Holz ja ein bisschen in Frage steht. Aber auch hier reden wir von 55.000 bis 70.000 Euro. Wenn wir eine optimalere Dämmung haben, dann sparen wir uns bei den Kosten was. Bei einer Luftwärmepumpe, die ist halt nicht empfehlenswert für nicht sanierte Gebäude, sind wir bei 30.000, 40.000 Euro für die Anlage. Die dann noch kommenden Nebenkosten wie Austausch von Heizkörpern, bin ich mir jetzt auch nicht mehr seit der Diskussion gestern von Frau Schulze und Herrn Aiwanger sicher, ob man jetzt wirklich die Heizkörper austauschen muss, weil da habe ich jetzt auch gelernt, dass man es vielleicht nicht muss. Ich war der Meinung, man muss es tun und deswegen kommen da nochmal Kosten dazu, nochmal von ungefähr 30.000 Euro, sodass das schon ein Kostenblock ist, den jetzt so, den spürt man, wenn man sowas hat. Wenn ich eine Sohle-Wärmepumpe mache, das heißt, ich gehe ein bisschen ins Erdreich, dann sind die Kosten ein bisschen höher. Dafür habe ich aber auch eine höhere Energieeffizienz, weil ich, wenn ich weiter runtergehe ins Erdreich, auch höhere Temperaturen erreiche. Da wieder das Thema, wenn ich im Wasserschutzgebiet bin oder sonst irgendwelchen Naturschutzthemen, dann ist es nicht erlaubt. Ich sollte auf jeden Fall mit meiner unteren Wasserschutzbehörde mal drüber geplaudert haben, ob ich das darf. Und wenn ich noch tiefer gehen mag, dann darf ich mich mit dem Bergbaugesetz beschäftigen, auch wenn ich in der Münchner Schotterebene wohne. So, also auch da ist es so, bei Heizung fragen Sie einen neutralen Energieberater, der nicht ein Heizungsmonteur ist. Also weil viele Heizungsmonteure machen auch Energieberatung, das verstehe ich aus denen ihrem Antrieb. Aber fragen Sie jemanden, der neutral ist, der systemneutral auch denkt, der ihn dann für ihre Zielstellung auch das beste Produkt verkauft. So, was haben wir noch? Wir haben noch, glaube ich, irgendwas dabei. Ja, genau, ich habe vorher von Dämmungen gesprochen. Und da mal die Quadratmeterangaben, was kostet beim Flachdach und beim Satteldach. Die Dachflächen muss dann jeder selber haben, aber das sind halt zwischen 170 und 220 Euro. Das ist Mindeststandard. Und wenn Sie den optimalen Dämmstand haben wollen, dann bis zu 300 Euro auf dem Quadratmeter beim Flachdach und bei 380 Euro bei einem Satteldach. So. Und die oberste Geschossdecke, also das Thema Speicherdämmung, sehen Sie auch nochmal die Preise. Also alles in allem kann man mal sich mit den Folien, die Sie im Nachgang verschicken, Herr Kiefer, ein bisschen die Kennwerte rausnehmen, bei seinem Kunden mal schauen, wie groß ist das Haus, dann ein bisschen multiplizieren und dann kann man relativ schnell, aber auch sehr grob ermitteln, was denn für den jeweiligen Kunden mal so mögliche Kosten sein können. Und das ist, glaube ich, schon auch mal ein Ansatz, um in den Dialog einzusteigen mit dem Kunden zum Thema, wie gehen wir denn weiter mit der Immobilie um? Das heißt, der Zustand der Immobilie und die Immobilie als sichere Anlage ist gerade ein bisschen eine Diskussion, nicht im Feuer, aber eine Diskussion. Das können ja Ansätze sein, um mit dem Kunden drüber zu plaudern, wie wir denn mit dem Thema weitermachen. Eine Verständnisfrage oder Nachfrage, wenn man eine Wärmepumpe einbauen will und eine Förderung haben will, braucht man da vorher
eine Beratung und einen Nachweis, dass man eine Energieberatung hat, oder kann ich da einfach sagen, ich hätte gerne mal sowas eingebaut? Also bin ich jetzt blank, weiß ich nicht, ob jetzt eine Energieberatung wirklich eine Voraussetzung ist. Wenn ich mir auf den Seiten von Weiland und wie sie nicht alle heißen angucke, da können sie dreimal klicken, dann kommt ein Typ vorbei und baut ihnen eine Pumpe ein. Ob sie dann aber die Förderung kriegen, weiß ich nicht. Also ich glaube, es gibt Systeme dahinter, aber die werben auch ein bisschen damit. Müsste ich mich schlau machen, würde ich mir notieren. Ich finde es aber, weil ich der Meinung bin, dass die Wärme, also die Erzeugung von der Energie alleine ja noch nicht das Ende der Geschichte ist, wenn ich mir eine Immobilie angucke, fände ich es auf jeden Fall immer schlau, einen Berater im Haus zu haben, der sich alle Gewerke anschaut, die dazu beitragen, energieeffizient zu sein. Aber dann vielleicht auch hier nochmal kurz die Nachfrage, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt da kurz wieder Ihnen ins Wort falle und einhake. Über Planet Home kann ich ja eine Immobilieneinwertung bekommen. Ja. Decken Sie dann auch solche Fragestellungen, die Sie gerade skizziert haben, ab? Erste Frage. Zweitens, haben Sie Handwerker in der Hosentasche bzw. Energieberater, die dann auch kämen? Weil im Chat wird schon munter, fröhlich sozusagen die gesellschaftliche Diskussion gespiegelt. Ja. Von wegen, mein Energieberater sagt, ja, ich komme in 6 Monaten und ja, der Handwerker geht gar nicht erst ans Telefon. Ja. Wie sieht das da aus? Das ist das wirklich Interessante an der Planet Home Group, die ja neben der Marke Lai, die ja also allgemein bekannt ist, jetzt auch so Unternehmen hat wie die Reate, die sich ein bisschen so mit strategischen Themen beschäftigt und auch ein bisschen übergeordnet denkt. Wir haben eine Schwesterfirma, das ist die Reneva. Das ist ein Energieberater, der einen Sitz in Hamburg und München hat, die sich seit 10 Jahren mit dem Thema beschäftigen. Und was bei denen so einmalig ist, das ist so ein One-Shop-Stop-Dings. Also sie gehen dahin, sie kriegen eine Energieberatung. In der Energieberatung werden die für sie relevanten Maßnahmen entwickelt, die für sie relevanten Förderprogramme angezapft. Und die Reneva hat auch, ich glaube, 100.000 Fachfirmen, die dann auch die Umsetzung von den ganzen Maßnahmen machen. Also da kann man die Diskussion, die ich im privaten Umfeld auch kenne, die jeder kennt, der irgendwie einen Handwerker braucht, weil die rufen aktuell ja nie zurück, kann man da abkürzen durch eine Schwesterfirma der Planet Home, und die schon seit über 10 Jahren am Markt in Deutschland etabliert machen. Und von daher hat der Planet Home Konzern durch seine unterschiedlichen Gesellschaften, die er mittlerweile hat, durchaus die Möglichkeit, genau das zu tun. Und wo sich dann der Eigentümer von Immobilien oder der Berater, der mit dem Eigentümer spricht, nicht mehr die Finger wund telefonieren muss nach einem Menschen, der Solarpanels aufs Dach schraubt. Vielleicht, Herr Kraus, können wir dann der Präsentation von Herrn Mokosch da auch nochmal Informationen zur Tochtergesellschaft beifügen. Und wie gesagt, auch da die Einladung gilt. Sie können gerne auf meine Kollegin Katrin Fahrt und mich zukommen. Wir stellen den Kontakt zu Planet Home her, sodass Sie dann eben auch diese Dinge nutzen können. Aber das ist ja dann auch ganz spannend. Wir haben hier jetzt einige Fachfragen bekommen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Es hieß gerne auch im Nachgang, vielleicht tun wir das auch, nämlich so eine Fallbeschreibung. Was ist, wenn nach § 1 Absatz 2 der Energieeinsparverordnung die Anforderung nur für Gebäude, die unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt werden, gilt, wenn ein Haus keine Heizung besitzt? Ja, das ist ja schon fast so, das Thema ist, ein Elektrofahrzeug noch ein Kfz, weil es hat ja keinen eigenständig laufenden Motor. Ohne Batterie. Also das ist ja das neueste Konzept aus China. Also ein Auto ohne Batterie kann nicht fahren, also es ist kein Auto. Ich glaube, dass die nehmen wir gerne auf. Im Nachgang schauen wir es uns an, dass die dann nicht entsprechend auf der Strecke bleiben. Aber vielleicht nochmal zurück. Herr Kiefer, auf einen Punkt. Sie hatten vorhin noch kurz angefragt, kann der Planet Home Berater das vor Ort auch machen? Kann er da einen Blick drauf machen? Da würde ich ganz kurz einsteigen wollen aus Sicht der Kollegen von der Planet Home. Die Kollegen sind Makler. Sie sind keine Gutachter. Es gibt auch welche, die haben einen Gutachter oder sind Gutachter, aber sie dürfen nicht als Gutachter arbeiten. Das ist vielleicht ganz wichtig an der Stelle. Also sie haben einen Blick und sie haben eine Erfahrung drauf und sie haben eine Meinung dazu. Aber der Planet Home-Kollege wird nicht in den Keller gehen und sagen, ihre Ölheizung ist oder ihre Gasheizung ist 31 Jahre alt, die müssen sie austauschen, weil sie funktioniert nicht mehr. Das wird nicht passieren, das wird ihnen eher der Schornsteinfeger sagen, der sagt, ihre Abgaswerte passen noch, solange das Ding läuft, lassen sie laufen. Also da würde ich vielleicht ein bisschen
die Hoffnung nehmen, dass Sie da eine Antwort kriegen. Was die Kollegen der Plattform aber liefern können, ist mal ein Blick. Also sie werden alles mal zusammenfassen können, um zu sagen, auf Grundlage der Fenster und der Installationen Elektrik und Heizung etc. Bewerten wir eine Immobilie mit einem Wert X im Vergleich zu einer modernisierten Immobilie oder einer aktuell neu gebauten Immobilie, haben wir ein Delta von Y. Also das kann der Kollege schon machen, sodass Ihre Kunden beziehungsweise auch die Kunden Ihrer Kunden am Ende des Tages festlegen können, macht es jetzt Sinn, die nächsten Schritte zu gehen, sanieren, behalten oder eben dann auch Ansparrücklagen zu schaffen und zu sagen, ich investiere erst in 10 Jahren. Ja? Also das, ja, glaube ich, kann durchaus weiterhelfen, um Strategien zu entwickeln. Ja, genau darum ging es mir auch, weil ich habe Herrn Bockholz so verstanden, dass man jeden Fall da doch sehr individuell betrachten muss, Art 1, Art 2, dass wir im Moment eine maximale Unsicherheit haben, aber dass Art 3 eigentlich kein Weg dran vorbeigeht, eine Immobilie ESG vernünftig aufzustellen. Und von daher habe ich dann jetzt Sie so verstanden, Herr Kraus, dass zum Beispiel die Einwertung so ein erster Stein sein kann, die man in den Teich wirft und der dann die Wellen weiter ausbreitet, wo dann eben entsprechende Dinge immer mehr je nach Bedarf dazugezogen werden, damit nachher ein Konzept herauskommt. Und da fand ich auch jetzt hier das Beispiel, Herr Mokosch, sehr beeindruckend, was da alles auf einen zukommt, weil das sind natürlich Gelder, die angespart bereitgestellt werden müssen, die vielleicht ja dann auch Teil der Anlage- und der Portfoliostrategie werden können. Denn das ist ja das, was der Vermögensverwalter betreut im Kern. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil die Kosten, ob es jetzt 230 Euro sind oder 240 auf den Quadratmeter Flachdach, bleibt dahingestellt. Das ist regionsabhängig. Aber solche Kosten werden kommen, weil ich glaube, die Bundesregierung meint es ernst, die EU meint es ernst mit dem Thema Klimaneutralität. Also da wird was kommen. Und da kann man jetzt sich in der Ampel streiten oder nicht. Und man kann wieder auf grünen Wasserstoff setzen oder nicht. Das kann man alles tun. Wir werden aber nicht umhin kommen, dass wir den Altbestand an Immobilien, und das sind ja doch irgendwie 30-40% der Bauten in Deutschland, die ein bisschen schlechter dastehen in der Energieeffizienzklasse, dass man sich die anschaut. Denn am Ende des Tages ist es zum einen, wenn man selbst drin wohnt, ja auch was, wie viel möchte ich eigentlich ausgeben für Energie? Also was ist mir das wert? Und das andere ist, wenn ich das jetzt nur vermiete und halten möchte, mit welchen Abschlägen muss ich denn rechnen, wenn ich es heute nicht tue, sondern morgen erst verkaufen möchte? Das sind ja auch die Themen, die man sich überlegen sollte. Aber dann Ihre Einschätzung, das war auch eine Nachfrage, wann habe ich denn endlich verlässliche politische Rahmenbedingungen, Klammer auf, wird es die jemals wieder geben, Klammer zu? Das finde ich eine gute Frage. Wenn ich da eine wirklich profunde Antwort drauf hätte, würde es mich selbst überraschen. Ich habe sie leider nicht. Also ich dachte wirklich, meine Arbeitshypothese war, als die Ampel sich gegründet hat, dass wir endlich Klarheit kriegen, was es bedeutet. Dass wir Klarheit kriegen, dass Klimaschutz wichtig ist, dass auch gesellschaftlichen Konsens da ist, dass es auch notwendig ist. Was ich jetzt sehe, sind wir noch nicht so weit. Es ist gut, wenn es andere machen. Man selbst möchte es eher nicht machen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob es in dieser Legislaturperiode wirklich eine Verlässlichkeit gibt, die länger hält als irgendwie ein halbes Jahr. Denn wenn Sie sich mit Immobilien beschäftigen, haben Sie ja oft mal einen längeren Blick auf diese Anlageform. Und da ist es ganz schön, dass nicht über Nacht dann Fördermittel gestrichen werden, wie wir es jetzt schon im letzten Jahr hatten. Das hat ganz viel Unruhe in der Immobilienbranche gebracht. Ganz viele Menschen sind auf die Barrikaden, ganz viele Projekte haben es nicht überlebt. Und wenn da Wohngebäude dabei sind, dann zahlt es nicht ein, das Thema Wohnungsnot in Deutschland auflösen, sondern verschärft es eher. Das ist ein bisschen der Zielkonflikt. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Gut, bevor wir nachher mit einem Zielkonflikt mit der Zeit kommen, wir haben ja ganz viele Fragen beantwortet und ich hoffe, es sind die richtigen Fragen, die Sie auch interessieren. Bitte nutzen Sie den Chat weiterhin, um uns Hinweise, Fragen zu geben. Aber dann gehen wir vielleicht weiter. Jetzt haben wir hier Ich gehe jetzt mal ganz kurz über das Thema Institutionelle drüber, weil ich denke, da merke ich auch, wenn ich einen Chat so mit einem Auge verfolge, dass jetzt da weniger das Augenmerk auf große Industrieportfolien gelegt wird, sondern es ist eher das Thema Privatanleger, Eigennutzung, Kapitalanlage. Private Immobilienwirtschaft, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Immobilienwirtschaft kümmert sich schon aus Eigeninteresse ein bisschen drum. Die finden es immer ganz schön, so Aufkleber zu haben, ein bisschen so Labels zu haben, sich selbst irgendwie Platin-Siegel zu vergeben, um das dann an irgendwelche internationalen Fonds zu verkaufen. Das ein bisschen
bisschen Marketing dabei, das ist ein bisschen Augenwischerei. Aber eigentlich geht es einmal darum, was betrifft die Privaten. Wir haben ein bisschen jetzt mal geschaut, was gibt es denn um das Thema ESG, aber auch ESG beeinflussen noch dazu. Ich habe es vorher gesagt. Das Mietspiegelgesetz ist eins, was ein bisschen dazu Berücksichtigung gilt. Man hat gesagt, also alle Städte ab 50.000 Einwohner hätten jetzt gern bitte einen Mietspiegel. Und die Städte dürfen aussuchen, ob sie es selber machen oder nicht. Das heißt, in den Städten gab es früher keinen. Das heißt, die Mieten waren mehr oder weniger frei vergebbar. Das heißt, der Eigentümer einer Immobilie hatte dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt erhöhe ich halt, wenn ich was investiere, erhöhe ich die Miete um 3 €. Und auch wenn es über 10% oder 15% sind, aber das konnte ich tun. Diese Möglichkeit ist es in Städten mit 50.000 Einwohnern hat man nicht mehr. Wir werden nur noch moderate Anpassungen haben und es schränkt ein bisschen den Privateigentümer ein, mit den Investitionen umzugehen. Also ein bisschen so flankierend. Das Zweite, auch ein bisschen irritierend, was will er jetzt mit dem Verwaltergesetz? Man hat gesagt, es gibt eine WEG-Reform und die Wohnungsverwalter müssen Sachkunde nachweisen und eine Qualifizierung nachweisen. Was heißt das? Das heißt, einige Verwalter haben diese Qualifizierung noch nicht nachgewiesen. Das heißt, die können keine Verwaltung mehr machen. Das heißt, den Eigentümern fehlt auch dann nochmal der passende Verwalter, der sich mit diesen doch eher komplexeren Fragestellungen, wie wir schon gesehen haben, auseinandersetzt. Und dadurch gibt es auch wieder mehr Belastung für den Eigentümer. So. Gut ist, dass man gesagt hat, ne, wenn man möchte gern die Abschreibung erhöhen von 2% auf 3%, hat es jetzt auch schon für Wohngebäude mal definiert, die ab Januar 2023 fertiggestellt werden. Ob es für den Bestand kommt, muss man gucken. Könnte man aber notfalls auch mit eigenen Gutachten nachhelfen. Also da gibt es ein bisschen eine Entlastung für das Thema. Und zum Thema Weitergabe in Immobilien gab es ja letztes Jahr kurz vor Jahresende den Run auf alle Notare dieser Welt, weil noch Immobilien übertragen werden mussten. Auch da ist es so, dass die Übertragung von ein- oder zwei Familienhäusern im privaten Bereich ab 23 teurer geworden ist. Das heißt, wenn man es letztes Jahr nicht gemacht hat, kommen jetzt höhere Kosten auch auf die Beteiligten in so einem Prozess zu. Soll das ein bisschen flankieren? Das heißt, also ganz einfach macht der Gesetzgeber einem auch nicht, sich mit dem Thema ESG zu beschäftigen. Was habe ich denn für Themen, die ich noch habe? Ich habe eine Steuererleichterung für kleinere Anlagen bis 30 Kilowatt Peak. Fällt es dann auch die Umsatzsteuer weg. Das heißt, ich habe eine steuerliche Erleichterung bei dem Ganzen. Dafür denkt man jetzt aber gerade darüber nach, ob es auch bundesweit schon vor 29 die Solarpflicht für Neubauten gibt. Da ist es nicht ganz klar. Also man hat in Hamburg hat man gesagt, ab 2025 bei Dachsanierung ist es notwendig. Und man hat gesagt, irgendwo in Schleswig-Holstein auch ab irgendwie 24 kommt sowas. Auch da ist wieder die Unsicherheit da, die wir vorher schon auflösen versuchten. Je nachdem, in welchem Bundesland Sie sind, kann es sein, wenn Sie Ihr Dach anfassen, dass man sagt, Sie müssen Solarpanels draufschrauben. Da kommt die Frage wieder, wo ist der Handwerker, der nicht zurückruft und wie kann ich es denn tun? Also Sie sehen, auch das wird nicht ganz klar geregelt in dieser Bundesrepublik. Dann gibt es den hydraulischen Abgleich, das ist nicht so wild. Das kostet irgendwie für Mehrfamilienhaus irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro. Aber auch da gibt es wieder dann die Fachfirmen, die ich brauche, die mir dann auch den Abgleich machen zwischen der neuen Heizung und dem Heizkreisläufen im Gebäude. Und die Heizung, die kennen wir jetzt ja. Also es gibt keine Gasheizung mehr und alles ist ganz schlimm. So ein bisschen mein Blick, also wo muss ich hingucken, wenn ich Förderung haben will? Also es gibt ein Bundesförderungsgesetz, also Bundesförderung für die effizienten Gebäude, die BEG. Da gibt es nochmal das BEG für Einzelmaßnahmen. Das heißt, wenn Sie einzelne Maßnahmen im Gebäude vornehmen wollen, dann müssen Sie dahin. Wenn Sie aber ein Effizienzhaus haben, dann müssen Sie in die BEG Wohngebäude gucken. Ob Sie ein Effizienzhaus haben, wissen Sie entweder selber oder Energieberater, der dann aber nicht kommt. Es gibt eine BEG für Nichtwohngebäude. Es gibt Einzelmaßnahmen, die dann wieder mit Sonderförderung zu versehen sind. Es gibt Kredite, die man beantragen kann bei der KfW. Förderung hat die KfW nicht mehr. Die Förderung macht es nur noch die BAFA und Zuschüsse auch. Also allein diese 7, 8 Blöcke, die man hat, die einen dann, wenn man in seinem Eigenheim sitzt und sich überlegt, was mache ich denn eigentlich damit, überfordern die meisten und dies zu Recht. Und deswegen ist es das, was ich schon mal ein bisschen angedeutet habe. Mir fehlt die Klarheit für das Ziel, was wir wollen. Nicht jeder ist Energieberater, nicht jeder kennt sich mit Immobilien aus, nicht jeder ist ein Immobilienprofi und selbst wir gucken ab und zu in die Röhre und wissen nicht, wie es genau funktioniert. So. An den folgenden Seiten auch noch mal ein bisschen, wie die Politik darauf reagiert hat. Ich habe gesagt, letztes Jahr sind Förderprogramme ausgelaufen, das hat auch viel Gewerbliche getroffen.
Wir sehen, dass seit August 2022 die Fördersätze leicht gesunken sind. Austausch vom Fenster war vor August 2022, haben sie noch bis zu 15.000 Euro gefördert bekommen, jetzt sind es nur noch maximal 12.000 Euro. Wärmepumpen waren maximal 50%, jetzt sind es nur noch 40% bis maximal 24.000 Euro. Ich habe schon gesagt, dass die KfW nur noch Kredite vergibt. Da muss man auch schauen, also sind die Kredite auch passend zu dem Thema oder ist es nicht, vielleicht auch gibt es andere Alternativen für diese Sache. Welche Zuschüsse hat die BAFA? Die BAFA macht ihm bereits Heizungsanlagen, kann man sich 25% der Kosten beim Neueinbau erstatten lassen. Bei Optimierungen gibt es 15%. Wenn ich an der Hülle was mache, gibt es 15%. Wenn ich energieeffiziente Anlagentechnik einbaue, gibt es 15%. Und die Fachplanung, also die notwendige Planung für die anzustrebenden Sanierungsmaßnahmen werden mit bis zu 50% gefördert. Wenn Sie die Heizung austauschen, wenn Sie eine 20 Jahre alte Ölheizung haben, gibt es nochmal 10% Bonus und so weiter und so fort. Das können Sie alles dann nachlesen, weil die Folien verschicken wir auch im Nachgang. Aber auch hier stellen Sie fest, wenn Sie nicht professionell sich mit dem Thema beschäftigen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie einige Fördertöpfe nicht anzapfen und dass Sie einige Fördermittel nicht mitnehmen. Und da rate ich jedem, also wir machen keine Energieberatung, habe ich schon gesagt, aber ich empfehle jedem, sich mit einem vernünftigen Energieberater hinzusetzen und diese Themen mal zu diskutieren. So. Jetzt wäre ich wieder bei meinen Kosten, da sause ich mal kurz drüber. Und dann glaube ich, bin ich eigentlich mal durch mit diesem doch eher so von der Sache her vielleicht langweiligen, aber im Chat verfolgend eher auch emotionalen Thema. Was können wir tun? Wir von Re:Aid schauen uns gerne Immobilienportfolien an. Wir definieren gerne Strategien mit den Eigentümern und ihren Kunden, Herr Kiefer. Wir überlegen uns, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Wir überlegen uns, welche Maßnahmen zu lassen sind. Das gepaart mit den Kollegen der Reneva, weil nicht alles ist Energieberatung. Man kann auch mal über andere Nutzungsarten, Nutzungskonzepte, über Baurechtsreserven nachdenken, die vielleicht vorhanden sind. Also wir schauen uns Immobilien mal in einem ein bisschen Platz und ich sage es auch ungern, aber es ist ein 360-Grad-Ansatz an, um dann auch für die jeweiligen Ziele der Kunden die Lösung zu haben. So, damit wäre ich mal mit meinen Themen durch. Ich hoffe, dass Sie nicht eingeschlafen sind, weil wir doch viel über Gesetze, über Verordnungen, über EU-Taxonomie gemacht haben. Vielleicht nochmal für mich, dass ich jetzt da operativ auch mit dem Thema auch ein bisschen tiefer beschäftigt. Wir plaudern auch gerade mit einem großen Sozialverband in Deutschland. Der hat für sich ausgerufen, bis 2030 klimaneutral sein zu wollen. Aktuell wissen Sie, oder aktuell ist die Meinung in dem Hause, dass es ganz schlau wäre, jetzt mal einen Umsetzungsleitfaden zu haben. Und mit denen sprechen wir gerade darüber, dass der Leitfaden nicht hilft, sondern dass wir ein Pilotprojekt brauchen, um mal dezidiert zu wissen, was kostet das alles? Was bringt das alles? Und die eigentlich entscheidende Frage, weil das Endtermin, den Endtermin habe ich ja schon, wie lange dauert das eigentlich alles? So. Und ich glaube, man kann nicht früh genug damit anfangen, sich mit den Themen zu beschäftigen. Ich finde es ganz schön, wenn große Immobilieneigentümer sich mal flächendeckend mit dem Thema beschäftigen, weil dadurch dann vielleicht auch mehr Klarheit reinkommt in dem, was die Politik will, weil man kann auch Fakten schaffen. Und jetzt bin ich gespannt auf die weiteren Fragen, auf die Diskussion, die vielleicht entsteht. Und halte es mal für ein paar Sekunden die Klappe. Dann muss der Herr Kraus das füllen. Vielleicht, es gibt nämlich noch ein paar Nachfragen. Die erste ist, wie sehen das im Moment oder wie erleben Sie das als Makler? Sind die Leute so verunsichert, dass sie nichts tun? Sind jetzt vermehrt Käufer auf der Tanzfläche? Oder wollen jetzt alle plötzlich verkaufen? Und was sind so die Hauptpunkte, Herr Kraus, im Gespräch, wenn es ums Vermarkten geht, was die Menschen berührt und wo man sie abholen kann? Also es sind viele Fragen. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen, wenn ich sie gleich versuche. Nicht, würde ich Sie daran erinnern. Da dürfen Sie es nochmal vorlesen. Also ich glaube, also ein Punkt ist das Fakt, und das hat jetzt nichts mit ESG zu tun oder mit generell Gebäudezustand, sondern wir haben aktuell aufgrund der Zinslage einen Käufermarkt. Ja, das ist Fakt. Das heißt, es tummeln sich da draußen deutlich weniger Käufer, als Objekte gerade am Markt sind. Das ist aber einfach getrieben durch die jetzige Zinssituation, weil sich einfach weniger Menschen gerade Wohnen leisten können. Das ist aber genau der Punkt. Die Leute, die sich aktuell eine Immobilie kaufen, schauen sehr wohl auf die Rahmen einer Immobilie. Das heißt,
für ein Haus, jetzt nehmen wir mal ein Einfamilienhaus, ein Reihenhaus aus den 70er Jahren oder aus den 50er, 60er Jahren, wird am Ende des Tages zu einem deutlich niedrigeren Preis verkauft werden als eine vergleichbare Immobilie oder in gleicher Lage liegende Immobilie aus einem Baujahr 2010. Weil die Leute dort einfach auf Zukunftssicherheit gucken. Eben wissend, dass ich nicht mehr für 0,5 finanziere, sondern für 3,8, 4 oder je nachdem, wie schlecht halt die Zinsen in ein paar Jahren stehen werden sollen. Also da merken wir schon einen ganz, ganz deutlichen Trend hin zu mehr ökologisch, weil einfach preislich sicherer planbar. Auf der anderen Seite sehen wir schon auch, dass viele Eigentümer, die jetzt über Verkäufe nachdenken, eigentlich über zwei Wege nachdenken. Entweder ich verkaufe es so, wie es dort liegt und steht und nehme Preisabschlag hin, oder ich saniere noch einen kleinen Teil und verkaufe dann mit einem leichten Aufschlag auf die Sanierungskosten, die ich investiert habe. Ist aber auch wieder ein Planungsthema, weil, ja, haben wir vorhin gehört, Handwerker rufen gar nicht zurück. Das heißt, wenn ich heute eine neue Heizung will, weil ich halt dem künftigen Käufer sagen möchte, wir haben hier nicht G oder H, sondern E oder F, dann kann das auch mal 6, 9 oder 12 Monate dauern. Also auch so ein Verkauf sollte vorher geplant und gemanagt werden, wann ich was machen möchte. Also da merken wir ganz deutlich in der Makelei die Richtung und natürlich auch wieder regional unterschiedlich. In München haben wir stärkere Preisnachlässe als jetzt zum Beispiel in Berlin. Das liegt aber einfach nur daran, wie die Preise in den letzten Jahren sich entwickelt haben. Und Sie haben die Zinswende angesprochen. Wie ist da Ihre Prognose? Werden die Finanzierungen wieder günstiger? Reguliert sich das ein oder bleibt das weiter auf diesem hohen Niveau? Also Prognose schwierig, Meinung habe ich. Was wäre dann Ihre Meinung? Entschuldigen Sie bitte, ich frage dann präzise, nur nach Ihrer Meinung, völlig unverbindlich, wir sind ja unter uns, Sie werden noch nicht compliance-technisch verhaftet. Und wir werden noch nicht aufgezeichnet, oder? Nee, gar nicht. Nein, also ich glaube, warum sollten sich meiner Meinung nach die Zinsen aktuell wieder nach unten oder deutlich nach unten bewegen? Wir haben immer noch Ukraine-Krieg. Wir haben immer noch Thema ESG, haben wir es gerade ausführlich gehört. Wir haben immer noch politische Ungewissheiten. Herr hat in den Chat geschrieben, wer soll es denn bezahlen am Ende des Tages? Das heißt, wir haben die Finanzierungsthematik noch gar nicht geklärt. Das heißt, auch in einer Anlagesituation der Immobilie weiß ich gar nicht, wo es hingeht. Also ich sehe überhaupt keine Anzeichen, warum Zinsen deutlich nach unten gehen. Und mit deutlich meine ich 1, 2 Punkte. Dass die mal um 0,2 vielleicht irgendwo oder 0,3 runtergehen oder auch wieder hochgehen, na, das werden wir sehen. Aber es ist ja auch nicht abzusehen, dass die Inflation irgendwie wieder auf 2% geht und nicht mehr auf 7 oder 7,4 oder wo wir aktuell auch gerade immer stehen, weiter verharren wird. Also das ist ein Thema, was ganz, ganz schwer zu prognostizieren ist. Und deshalb sage ich, aktuell sind die Rahmendaten für mich nicht so, dass ich davon ausgehe, dass sich in diesem Jahr etwas entwickelt. Ähnlich wie die Frage an Herrn Mokosch, wann kriegen wir in der Politik Gewissheit? Wir werden sehen. Ne? Wir können von jetzt vielleicht zum Ende des Monats hoffen und planen und das war's. Und das ist aber auch genau der Punkt. Fallende Zinsen können oder steigende Zinsen oder hohe Zinsen wirken sich ja auch anderweitig noch auf Immobilien als Assetklasse, als Anlageklasse aus, weil ich heute die Immobilie auch einfach anders bewerten muss, wenn ich wieder vergleichbare Anlageprodukte habe. In der Minuszinsphase, wo ich für eingelegtes Geld bis auf Aktien vielleicht nichts bekommen habe, habe ich natürlich auch Immobilien mit 1% Verzinsung gekauft. Aber warum soll ich heute eine Immobilie mit 1% Verzinsung oder 2% Verzinsung kaufen, wenn ich als Alternativprodukt mit 3% Festgelder mittlerweile kriege oder 3,5% irgendwelche Bundesanleihen von irgendwelchen Ländern kaufen? Und das muss man halt alles mit berücksichtigen. Und das im Übrigen auch, und damit schließt sich der Kreis wieder zum Thema Energie und Sanieren. Das muss ich natürlich auch, wenn ich heute mir überlege, dass ich in ein Einfamilienhaus oder in ein Mehrfamilienhaus und wenn ich nur dort beteiligt an einer Wohnung bin, Sonderumlagen von 50.000, 100.000 Euro investiere, das verändert ja auch wieder meine Mietrendite an solchen Objekten. Weil ich kann ja nicht nur sagen, ich habe es gekauft vor 20 Jahren für 500 und habe halt eine Rendite, die sich jetzt mit 6.000 Euro Miete auf 500.000 D-Mark vielleicht Kaufpreis irgendwo rechnet. Sondern ich muss ja sagen, was ist meine Immobilie wert, wie viel habe ich aktuell reingesteckt und was kriege ich tatsächlich gerade aus der Anlagesituation an Rendite raus? Und dann muss ich mich auch mal hinterfragen als Eigentümer. Und die Frage war auch vorhin im Chat, macht es überhaupt Sinn,
so eine Immobilie als langfristige Anlageklasse zu halten? Oder macht es nicht Sinn, so eine Immobilie vielleicht zu verkaufen, weil ein Reinvest lohnt sich gerade nicht und lieber Geld mitnehmen und anderweitig in anderen Anlageklassen parken? Auch das kann so ein Weg sein, wo viele Leute sich heute Gedanken machen, wie gehe ich weiter mit Immobilien um? Dann mit ein bisschen Blick auf die Uhr und die Fragen, also wenn noch Fragen da sind, lade ich ganz herzlich ein. Wie gesagt, die Präsentation verschicken wir im Nachgang. Wir haben ja noch ein, zwei Fragen mitgenommen, Herr Mokosch, wo Sie ja noch was recherchieren werden, wo Sie sagen, da gibt es ja noch Folien und Sie, Herr Kraus, hat ja auch noch eine andere Tochtergesellschaft erwähnt, die im Sinne von Energieberatung und einem koordinierten Umgang bei der Renovierung helfen kann. Weil dann mit Blick auf die Uhr darf ich mich schon mal ganz herzlich bedanken, weil ich habe mitgekommen, die Lage ist maximal chaotisch und damit ist hoher Beratungsbedarf da. Das ist eigentlich eine gute Einladung für den Vermögenswalter, genau das zu tun. Gleichzeitig, Herr Mokosch, habe ich aus Ihren Folien mitgenommen, es gibt schon ein paar Stangen, an denen man sich orientieren kann. Und es gibt natürlich dann auch schöne Ansätze mit Hilfe der Tochtergesellschaften, vielleicht mal abzuchecken, wenn jetzt ein Kunde eines Vermögenshalters was macht, hat er denn wirklich alle Förderungen genutzt? Mhm. Und es ist natürlich auch ein guter Denkanstoß, vielleicht zu sagen, mach doch mal den Zukunftscheck Immobilie, fang mal mit einer Immobilieneinwertung an, versuch die Fragestellungen zu identifizieren, die du vielleicht hast, um dann eben auch entsprechende Planungen anzustoßen, die dann auch in Finanzplanungen laufen. Das ist etwas, was ja dann wiederum auch der Vermögensverwalter wieder auffangen kann. Er stößt es vorne an, greift es dann hinten auf. Ich habe aber auch aus dieser Folie, wo trifft ESG den Privaten, auch gesehen, zum Beispiel dieses WEG-Reformgesetz. Mhm. Einige Vermögenswalter haben ja auch Hausverwaltung. Das heißt, vielleicht ist ja das dann auch ein Thema und der Zeitpunkt ist ja 1.12.2023. Vielleicht sucht ja noch der ein oder andere Mandant dann eine geeignete Hausverwaltung. Also wer schon eine hat, kann das Angebot ja machen. Und wer noch keine hat, ich habe mir sogar sagen lassen, sowas kann man White-Label-mäßig einkaufen. Mhm. Also sprich, man kann dann auch als Vermögenswalter hier entsprechend tätig werden. Und ein letzter Punkt, auch das ist ein spannendes Thema, was Gesprächsgegenstand für einen Vermögenswalter und seinen Mandanten sein kann, ist ja natürlich das neue Jahressteuergesetz und dieser Faktor bei dem Erbschaftsfall, weil wenn plötzlich 5, 6 Immobilien vererbt werden und wenn die 30-40% mehr Erbschaftssteuer erfordern, das Finanzamt will das Geld sofort und wo soll das herkommen? Das heißt, die Fragestellung mal nachgehen, was ist das Erbe wert? Wie viel Erbschaftssteuer kommt denn dann auf mich zu und ist im Zweifel Liquidität da? Das ist eigentlich die Kernaufgabe eines Vermögensverwalters und von daher hoffe ich, dass das Webinar viele Denkanstöße für Sie beinhaltet hat, was Sie in Ihr Tagesgeschäft mitnehmen können. Wenn Sie es wollen, der Herr Mokosch, der Herr Kraus, Sie stehen als Experten zur Verfügung mit Ihrer Organisation. Die Frau Fahrt und ich sind gerne der Postillon d'Amour, der Ihren Kontaktwunsch weiterträgt. Wie gesagt, wir können Sie gerne einladen, das zu nutzen. Wir freuen uns und nochmal vielen Dank, dass Sie die Herausforderung aufgenommen haben. Und ich kann aus meiner Sicht nur sagen, ich musste Sie nicht bemitleiden, sondern kann Sie eigentlich nur beglückwünschen, Herr Kraus und Herr Mokosch. Dann sagen wir vielen Dank. Und uns allen wünsche ich einen schönen Tag. Kommen Sie gut durch den Tag, durch die Woche. Bleiben Sie zuversichtlich. Auch morgen wird noch gewohnt, mit welchem Gesetz auch immer. Thank you.